Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Minecraft Attack of the B-Team. Wieder mit dabei der Dashi. Hallihallo. Hallöchen. Wir wollten jetzt eigentlich nach Eisen suchen. Weil wir haben nichts mehr. Er hat mir gerade beim Inventar voll gemüllt. La 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 la. Was ich gar nicht nett finde. Erstmal gucken, wo die faule Sau von Feuerdrache schon wieder hin ist. So, die Item-Ducks packe ich auch mal hier raus. Ansonsten Infused Silicon, was habe ich dafür gemacht gehabt? Wofür habe ich das gebraucht gehabt? Ach genau, für irgendeinen Chip, glaube ich. Irgendeinen anderen Chip. Ich weiß es auch nicht mehr. Ich pack's das Silikon mal woanders hin. Hier mal rein. Boah, ist das scheiße laut. Nehmen wir mal hier rein. Genauso wie die Item Ducts. Und das, die weiße Farbe hier ist noch hinten wichtig. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, wir gehen mal. Ich bin schon weg. Okay. Ja. Okay. Dann lass einfach mal Eisen holen. Hattest du die Erfahrung wieder zurückgepackt? Ja, hat's, ne? Super. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Creeper! Oder was? Nein. Wo bist du eigentlich? Auf meinem Drachen. Wie auf deinem Drachen? Wo bist du? Nein! Ich sehe dich nicht. Ah! Hey, wie kannst du mit den Fallschaden kassiert haben? Ach so! Nein! Du kannst als Mensch nur darauf, nicht wahr? Du kannst es als Fledermaus gar nicht. Deswegen doch, kann ich, aber ich habe nichts gesehen und deswegen habe ich mich als Mensch verwandelt und dann bin ich aus Versehen abgestiegen. Oh Mann, ey. Ach, Dashi. Aber ich kann einen Drachen reiten. Oh mein Gott. Aber auch nur, weil du ihn mit Fisch gefüttert hast. Oh mein Gott. Okay, wollen wir in unser hauseigene Mine gehen oder suchen wir uns woanders was? Ich meine, verfickte Drache. Lass mal in unserem Haus. Bleib mal hier. So ein Wichser. Wir machen das in unserem Haus. Oh mein Gott, was macht der Drache hier drin? Ich weiß es nicht. Drachen haben angekettet zu sein. Wohnen gerade neu in dem Haus und dann steht er auf einmal hinter mir und brüllt mich an. Ich habe mich so erschreckt. Boah. Das ist unfassbar. Da steht, this dragon doesn't follow your comments. Ach Mann, ey. Kommst du also in die hauseigene Mine mit runter? Nee, ich muss erstmal mein Zeug wiederholen. Achso, du bist ja ein Typ, bist ja gestorben. Ist das ärgerlich. Ich gehe schon mal ein bisschen vor. Oh, ich habe Eisen gefunden. Sehr nice. Der Scheißdrache verfolgt mich jetzt. Ich meine, Eisen. Die ganze Zeit von hinten an. Ja, mich hat auch gerade angefaucht, blöde Sau. Ich meine, Eisen ist jetzt nicht wirklich das Schwierigste, was wir zu finden haben, oder? Ich meine, das ist eigentlich das unseltenste Material mit Kohle. Ja. Kann ich das eigentlich mit dem Drachen irgendwas machen? Du kannst damit fliegen, ja. Ja, fliege ich ja gerade die ganze Zeit, aber bringt mir ja nichts. Weil ich kann ja auch so fliegen. Ich weiß nicht, ob du damit angreifen könntest. Ich hab mir jetzt mal auf dem Dach geparkt. Jo, ist nice. Hier haben wir Eisen noch. Schön Eisen absuchen gehen jetzt überall. Also ohne 300, 400 Blöcke will ich hier nicht wieder runterkommen oder wegkommen. Okay, da okay. Alles Eisen, egal ob es erstmal hässlich aussieht, später machen wir sowieso wieder alles schick hier mit den ganzen Treppchen. Oh Gott, Skelett. Direkt zumachen. Ich habe keine Fackeln bei, scheiße. Habe ich auch nicht. Ach Mann, was ist denn das? Kopfohr kann man auch noch mitnehmen. Das könnte auch nicht schaden. Ich glaube, Kohle könnte man bei der Gelegenheit auch mal ein bisschen suchen für Fackeln und so ein Blödsinn. Aber irgendwo hatten wir noch Fackeln, glaube ich. Ja, wir haben überall noch alles, aber... Irgendwo habe ich welche gesehen. Da habe ich schon mal zwei Stück. So, die Frage, was wollte ich gerade... Genau, ja, meine Fackeln habe ich überall hingepackt. Alle. Alle, alle. Das war taktisch vielleicht ein bisschen unklug. Ja, merk schon. Egal, mach uns neue Fackeln. Ich mach einfach mal 30 Kohle, packe ich in Fackeln rein. Wenn wir den Kohle hätten. Wo hast du denn noch Kohle rumliegen? In der Diamantkiste. Alles Wertvolle ist in der Diamantkiste drin. Oh, okay. Das Problem ist, wir haben kein Holz mehr, irgendwie. Hab ich noch Fackeln? Ich hab noch ein bisschen Holz. Ja, ich hab auch noch Holz. So, zack, haben wir 39 Dinge. Das ist aber zu... Na doch, das reicht schon. Hast du Torches genug? Ja. Ja, Sticks brauche ich natürlich da raus. Oh mein Gott. Was los? Nix, ich war gerade nur mal kurz draußen. Okay. Ich habe schon 33 Eisenblöcke. Boah, ist das schon wieder laut, ey. So. So. Also wo wolltest du jetzt weitergraben bei uns? Wo sind wir eigentlich? Wir sind bei der 40 hier irgendwo einfach mal weitergraben, irgendwo in eine Richtung. Wir müssen nicht allzu tief, weil auf der anderen Seite war irgendwie diese komische andere Mine gewesen.
Ja, genau, wir machen mal. Wo bist du eigentlich gerade? Wo höre ich dich hier gerade über mir? Mach in die andere Ach, Richtung. Da. Ja, ist eine super Idee. Dann graben wir. Also, wie gesagt, 300 Eisenblöcke. Wäre halt ziemlich nice, aber das Eisen geht unglaublich schnell vorbei. Schnell weg, hast du ja gesehen. Ja. Tin-Ohr könnte man auch noch wieder mitnehmen. Ist auch nicht schlecht. Da habe ich direkt mal Eisen gefunden. Ja, ich auch. Ja, auch schon 33 Blöcke. Mal gucken, wie viel wir zusammen kriegen. Boah, Tin-Ohr ist einfach mal so viel hier. Also, das hat man auch, glaube ich, auch nicht mehr allzu viel. Ich weiß nicht, einfach alles mitnehmen. Redstone werden wir nicht brauchen, nehme ich an. Nee, Redstone haben wir genug. Noch haben wir genug. Oh, ich habe wieder Eisen. Noch. Sehr nice. Komm her, Eisen. Bis ich anfange abzudrehen mit Redstone. Oh, ich habe Ferrous Ore gefunden. Das ist schön. Davon haben wir sehr, sehr wenig von diesem Ferrous Ore. Das haben wir für die Kohle nehme ich am besten auch nochmal mit, oder? Ja, nimm Kohle auch mit. Brauchen wir theoretisch nur noch für Fackeln, weil wir einfach mal die Energiegeneratoren und so weiter haben. Aber Fackeln, schadet ja nicht. Eben. Weil wir auch Kohle herstellen können, ne? Und wie Holz verbrennen? War das nicht so? Ja, da musst du aber Holz fällen gehen. Darauf habe ich keine Lust. Wenn wir die Lampe extra später haben, dann geht das schon. Wenn. Falls. Denkst du nicht, dass das irgendwann mal auftritt? Ah, ich weiß nicht. Ich auch nicht. Haben wir. Nee, eigentlich nicht. Also, was wir auf jeden Fall nicht brauchen, ist Aluminium-Ingot. Das hat man so oft jetzt gehabt. Okay. Weiß, Lito habe ich ja auch gehört über mir, aber ich würde es lassen. Ich würde mich jetzt eigentlich auch nicht allzu sehr mit dem Dings befassen, mit dem Abhacken. Einfach ein bisschen Eisen mitnehmen und fertig. Hier, ich habe Eisen gefunden. Jetzt wollte ich gerade irgendwas sagen, jetzt habe ich da vergessen. Das ist aber ärgerlich. Supi. War es nichts Wichtiges? Doch, das ist ganz wichtig gewesen. Alles, ja, was, ja. Alles was ich dir sagen habe, ist ganz wichtig. Ja. Nee, ich hab's vergessen. Ach genau, wir müssen mit der Schmelze auch irgendwie, mit der Smeltery mal weitermachen, wa? Also mit dem Lumber-Ex-Zeug. Ja. Irgendwie kommen wir da auch nicht so wirklich voran. Aber ich, wie gesagt, das erstmal das Lagersystem möchte ich fertig haben. Das ist so ein wichtiges, was ich vorhabe. Ja, wenn das mal steht, dann haben wir auf jeden Fall einiges erleichtert. Gib mir das zumindest nicht mehr auf den Sack, die ganzen Kisten durchsuchen zu müssen. Aber gleich kann man das mal, wenn wir oben sind. Also ich hab schon anderthalb, ich hab fast zwei Stacks Dingensen, Eisen. Zwei Stacks? Zwei Stacks, ja. 128. Das ist so schnell. Ja, ich finde ja ein bisschen viel, das gefällt mir. Ich hör schon wieder irgendwelche Zombies. Ja, ich auch, das ist ärgerlich. Ich hätte mir einmal straight hier angeräumt, ich hab keinen Bock hier, mich irgendwelche anderen Dinge zu verfetzeln. Und das ist auch immer alles durcheinander kommen muss, wa? Ey, hier, Dingensen, Sand, dann kommt mal wieder was anderes und dann mal was anderes. Okay, Silicon Ore, das hat. Silicon Ore habe ich glaube ich auch nicht. Doch, hat man schon ein bisschen gehabt. Ist ziemlich hässlich. Aber ich nehme es trotzdem mal ganz kurz mit. Nee, ist Silicon Ore. Silikon-Dings habe ich mich auch gerade durchgegraben. Mehr aus Versehen, aber naja. Das ist auch eher Käse, glaube ich, dieses Silicon Ore. Ich habe es zumindest noch nicht wirklich gebrauchen können. Ich glaube, ein oder zweimal habe ich es, glaube ich, gebrauchen können, ansonsten noch gar nicht. Weiß nicht, für was man das braucht. Ich auch nicht. Ich hab's, wie gesagt, mal schon benutzt irgendwann. Ja. Kann man ja eigentlich mal gucken. Guck mal. Silikon brauchst du für... Merkt er, wie er sich drückt, davor weiterzugraben, mehr? Für Wafer. Für was? Für Wafer. Oh nee, oder? Ich hab eine Höhle gefunden. Scheiß, die Wand an. Und damit... Ah, das hat mit dem Galacticcraft was zu tun. Sieht dann so ein bisschen Galactic-mäßig aus. Geht weg, ihr Zombies, ich will ganz in Ruhe und mein Erz abernten hier. Kriegt die Krise, er ist schon wieder ein Skelett, ey. No. Aua. Er hat mich gesniped, ey. Du dreckiger Penner. Ich meine, du böser Mensch. Das ist ein Fledermaus. Bestimmt Dashi. Ich hab sie wieder Saphire gefunden. Das ist ja schön. Saphire sind immer nice. Jetzt ist schon wieder irgendwo Blisses. Kann doch nicht sein. Der ist schon wieder irgendwo blubbern. Ja, ich höre jetzt über die ganze Zeit blubbern immer. Das ist cool, wir haben zwar eine Höhle gefunden, will ich eigentlich auch gar nicht rein. Ferrous Ore nehme ich mal mit, oder? Ja, Ferrous Ore finde ich wichtig. Also das haben wir sehr selten. Gold haben wir auch gar nicht mehr so viel, habe ich das ge... Hier ist die nächste Höhle, ihr wollt mich doch verarschen, ey. Höhle in Höhle. Findest du immer so viele Höhlen? Ich weiß nicht, ich will die gar nicht finden. Weißt du, wenn man sie nicht sucht, dann findet man sie. Also ich Gold haben wir auch nicht mehr so viel, dann nehme ich auch noch mal ein bisschen mit. Ich suche jetzt Höhlen, bitte kommt jetzt Höhlen. Umgekehrte Psychologie. Netter Versuch. Ah, danke. Okay,
Hier ist. Irgendwo habe ich. Da habe ich noch Eisen gesehen. Das nehme ich noch auf jeden Fall noch mit. Und ich denke mal, dann gehe ich auch nach Hause, weil ich habe jetzt fast 3 Stacks. 3 Stacks? Ich bin bei. 1,5. Das sind in etwa die 300. Oh, ich habe wieder Ferris auch gefunden. Sehr schön. Vor allem, ich finde Ferris auch sieht total geil aus, oder? Findest du das auch? Diese Farbe? Dieses. Beige? Ich finde das beige. Total. Das sieht irgendwie aus wie so ein. Eisenblock, finde ich. Ich finde das total, sieht total cool aus. Für mich sieht es nach Eisen aus. Ah, nee, also jetzt in meinem Texture Pack jetzt nicht, aber. Na gut, das kann. Weiß nicht. Normalerweise sieht es. Also wenn ich jetzt das Eisen ohne Texture Pack angucken würde, würde es ähnlich aussehen. Sag das mal so rum. Na. So ein bisschen Licht, damit ihr was seht. Ich grab einfach mal drauf los. Ich erkenne nicht immer wirklich viel. Ich habe schon wieder 4 Level durchs Mining gemacht, so krass. Ich habe keinen. Doch, hier ist noch ein Kohleblock. So eisenmäßig. Oh, Diamant. Naja, gut, Diamant brauchen wir nicht mehr. Das ist jetzt unwichtig geworden. Aua, diese Bösen. Nehmen die mit, weil die gut Erfahrung geben. Aber gut, brauchen wir jetzt eigentlich auch nicht mehr. Ne? Brauchst du noch Erfahrung? Ja. Nimm die gerne mit. Ich habe jetzt schon wieder 9 Level gemacht. Ja, 4 Level nur. Ja, merkst du was? Ich merke, dass ich, doch, ich wollte schon sagen, dass ich den Block nicht aufnehme, aber doch, ich habe ihn aufgenommen. Das ist Skelett gerade runtergefallen. Du unglaublicher Bengel, du. Aua. Seit wann ist es eigentlich so, dass wenn du irgendwas aufbrauchst, dass das dann unten in der Leiste direkt aus dem Inventar wieder aufgefüllt wird? Bin nämlich gerade aufgefallen. Das ist nicht, noch nicht lang, ich weiß gar nicht, wann es ist, aber es ist aber auch nicht immer so. Nicht immer wird das nachgefüllt. Nicht immer wird das nachgefüllt. Weil ich habe gerade meine letzte Fackel leer gemacht von einem Stack und dann, ja, dann sind die nachgerutscht. Genau. Ja, vielleicht, wenn man irgendeine bestimmte Tastenkombination drückt. Meinst du? Ich habe nichts gedrückt. Denkst du, dass du nichts gedrückt hast? Ja, ich bin überzeugt davon. Das glaube ich nicht. Das ist okay. Also nach dem Gold gehe ich. Oh, Ferris Ore. Okay, das nehme ich auch noch mit. Nach dem gehe ich ja wirklich zurück dann. Müsste wahrscheinlich wieder erstmal ewig laufen, bis ich zurück bin. Ich habe mich um 5 Ecken gegraben gefühlt. So viel Gold, das heißt, Gefühl, das waren wahrscheinlich wirklich 5 Ecken. I love Gold. Können sie ruhig auch im echten Leben geben. Oh ne, jetzt bin ich... Oh, Creeper. Hi, Creeper. Oh, wobei, aber erleichtern wir mal das Arbeiten, bitte. Bam! Ah ja, gut. Der hat total wenig Sprengkraft irgendwie, der Creeper. Total enttäuschend. Ja, ich beschwere mich auch. So, auf geht's. Fliegen! Immer schön geradeaus. Ich bin immer nur geradeaus gelaufen. Das ist cool. Immer nur geradeaus. Zwar weiß ich nicht, wahrscheinlich 1000 Blöcke gefühlt in die Richtung, aber immer nur geradeaus. Das sind wir. Sehr schön. Hätte ich vielleicht auch mal machen sollen, aber ich habe öfters mal eine Abbiegung gemacht, warum auch immer. Achso, ich krieg natürlich wegen meiner Nahrung gerade Schaden. Ja, und dann wunderst du dich, warum ich immer am Fressen bin. Ich weiß, ich vergesse das Fressen immer. Ich hunger gerne. Ich geh mal ganz kurz unsere XP-Generatoren angucken. Oh, Alter, heftig, heftig, einfach nur heftig. Oh mein Gott. Wie viel haben wir jetzt mittlerweile drin? In dem einen waren sogar 4 Stacks gerade drin. 4 Stacks, krass. Ja, ich muss gerade, ich habe volles Inventar gehabt, deswegen muss ich nochmal zurück. Ah, ne, jetzt Diamantschwert ist meine. Genau, die Acke, Hacke. Die Acke. Wo man hört es immer so, klick, klick. Immer wie die Erfahrung nach da reinpackt. Ah, das ist eigentlich okay, also, das hat ziemlich viel Platz. Ey, das ist lächerlich. Was ist denn, ich weiß nicht, wie wir müssen, glaube ich, noch so ein autonomes Harvester für uns da oben hinbauen, dass wir die Dinger reinpacken und die dann automatisch zur Erfahrung gemacht werden. Damit wir nicht das selber können wir machen, müssen. Ja. Also noch, ja, mal gucken. Doch, theoretisch könnte man das machen. Erstmal werde ich aber ganz kurz mein Eisen, was ich gefunden hatte, da haben wir, wo haben wir es denn? Ich glaube, ich habe es hier reingepackt. 58, 64 und... Ach genau, ich hatte im Inventar noch die anderen 64. Ja, so ist das. So, pack's einfach den Redstone Furnace dann rein. Das ist doof, das ist wirklich kein... Wobei, es hat doch einen Input und einen Output, ne? Der Redstone-Dingensen hat's ja. Ja, müsste. Theoretisch könnten wir uns einen Hopper da reinbauen. Könnte man. Hat das mit Hopper letztes Mal funktioniert gehabt? Ja, ne? Glaube. Du bist ja sehr... Müsste eigentlich funktioniert haben, ja? Okay, ich probier's mal.
wenn ich den Hopper finde und die Kiste. So, da ist der Hopper schon mal. Ist ja natürlich sehr, sehr edel. Müssen wir halt noch eine Output-Chest auch noch anbauen. Aber das ist ja das geringste Problem. War die Output-Chest mit oder ohne Hopper? Ich glaube, ohne, ne? Die Output-Chest konnte man ohne Hopper betreiben. Also, wo das dann reingeht. Weiß es nicht. Wie jetzt? Du hast dann. Okay. Du bist gerade etwas verwirrt, ich merke schon. Ja, wie immer halt. Ah, ja. Nee, warte nochmal von vorne, bitte. Ne, ist okay. Mach du mal. Ist okay. Doch, da kommt auch noch Hopper hin. In die Output-Chest. Wir probieren das erstmal. Achso, so. Dann habe ich oben weggemacht, ja, genau. Nee, was anderes. Ich meine, den Output in die. Ist egal. Okay. Alles in Ordnung, Dashi, alles in Ordnung. Alles gut, okay. Okay, also es funktioniert schon mal. Aber der Redstone-Furnace bekommt die Dings nicht, die Items nicht. Es geht zwar in den Hopper. Ja, man sieht's auch schon. Das geht. Achso, das ist ja doch blaues Input. Hattest du dann so eine Item-Duct hingebaut? Wobei was? An den Redstone-Furnace früher. Das hat bei dir funktioniert, meintest du? Warte mal, ich hab grad hier. Wobei das aber auch schwachsinnig ist. Ne, das ist okay, wir lassen das weg. Und einfach zwei Creeper und ein Skelett in meinem Weg rein. Das ärgert mich. Das war gar nicht mein Weg. Wo ist mein Weg? Kann ich auch nicht sagen. Ne, das war bei Dirt. Hier ist Dirt. Ernsthaft jetzt? Was los? Weißt du nicht mehr, wie es zurückgeht? Nein, ich bin in meiner Mobfalle gelandet gerade. Ja, so ist das. Aber wir haben richtig viel Eisen gerade. Das gefällt mir. Das gefällt mir richtig gut. Kannst du mir mal die Tür aufmachen? Ja, warte. Vielen Dank. Da hab ich auch noch eine Kiste. Achso, okay, mach dann halt zu, wenn du fertig bist. Da habe ich noch Eisen. Die Frage, ich pack mal die andere hier hin. Wumm. Ja, nee, das war schlecht. Kann man Kisten nebeneinander einzeln stellen? Das geht nicht, oder? Mit einer Redstone-Kiste und einer normalen Kiste. Naja, das will ich nicht. Also du willst hier zwei einzelne Kisten, genau. Ne? Ja, da kannst du eine Redstone-Kiste hinten neben dran stellen. Jetzt hast du gerade, glaube ich, meine Kiste aufgenommen. Nee, doch nicht, die ist wieder zurückgekommen. Nee, ist okay, wir machen das woanders hin. Ich wollte halt die Erfahrung erstmal woanders extra haben, weißt du? Ach so. Damit wir die ja da erstmal überall reinpacken können. Weil das sind unglaublich viele Stacks. Wobei wir die hätten die theoretisch auch unten lassen können, aber das ist okay. Ich wollte jetzt mit den Dings machen. Mit den. In was? Mit dem Broad. Mit der Output-Chest. Dafür brauchte ich einen Broadcaster-Chip. Du hast mir alles gegeben, netterweise. Ja, hoffe ich. Ja, ich glaube schon. Hast du deinen Eisen immer schön in den Dings reinpacken in den Redstone-Furnace? Ja, da passt ja nicht so viel rein. Deswegen meinte ich das mal mit dem Hopper, aber das ist ein bisschen umständlicher. Bisschen schade, dass das so nicht funktioniert. So, Chip. Ich brauche einen Broadcaster-Chip. Was los? Ich habe einen zweiten Feuerdrachen gemacht, jetzt kann ich den aber. Ach, jetzt kann ich ihn angreifen. Warum willst du den Drachen angreifen? Ja, weil. Lazuri, Red und Weiß. Alter, ist das viel. Oh mein Gott. Magenta da. No. Ich bin gerade okay, das hat schon mal nicht funktioniert. So, Rot, Lapis und Pink. Oder hier oben. Gott, ich verwirrt mich, ey. Ich nehme einfach mal alles mit. Ich verstehe das. Vor allem, das nervt mich, dass es immer rumswitcht die ganze Zeit. Das geht mir sowas von auf den Sack. Mir wurde nämlich in einem Kommentar die geniale Idee zugetragen, dass man doch denn Drachen eventuell töten könnte, um sich dann in den zu verwandeln. Ja, aber das bringt ja auch nichts. Geht nicht. Das ist also doch cool, wenn du hier eine Drache verwandeln kannst. Mich hat die über die Idee überzeugt. Ich weiß nicht, was dein Problem ist. Leck mich! Ich kann Magenta Dye machen. Ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe, aber ich habe es jetzt einfach mal gemacht. Einfach zweimal rot, einmal blau. Ja, ich verstehe das nicht, wer das die ganze Zeit rumswitcht. Das verwirrt mich total. Tu es einfach, frag nicht, tu es einfach. Willst du uns mal einen Gefallen tun? Nein, was? Im Nether Glowdust Farm, wir haben nämlich nichts mehr. Glowdust. Okidoki. Aber vielleicht soll ich vorher mein Inventar mal leeren. Ja, es wird total knorke. Wir haben echt nichts mehr in Glowdust, scheiße. Also ein bisschen noch in der Kiste da vorne drin, 18, aber das reicht halt nicht wirklich.
Findest du wahrscheinlich wieder nicht, hä? Ne, ich habe jetzt durchgeguckt. Ne, such du mal, geh mal dein Dings suchen. Warum sind da eigentlich noch so viele Concentrated Essence Berries drin in der Kiste hier? Weiß ich gar nicht, ich pack die mal in die andere. Wo denn? Die habe ich gerade schon rausgenommen. Okay. Pack die mal in die Kiste da hinten in der Ecke, die einzelne Kiste. Und wenn ich die benutzen will? Kannst du auch machen, aber wenn du Spaß dran hast. Ja, habe ich. Okay, na, benutze sie selber. Was wollte ich denn jetzt eigentlich hier machen? Du wolltest Ach, stimmt, mein Inventar. Dein Zeug, genau, dein Inventar lernen. Jetzt sehen wir noch eine Kiste, in der ein bisschen Platz ist. In jeder ist noch unglaublich viel Platz, natürlich. Unglaublich viel, okay. Nicht in die erste. Nicht in die erste, weil da muss dann halt ein bisschen Platz haben zum Testen. Weil die einzige ist, die aktuell angeschlossen ist. Wo soll denn noch Platz sein? Da? Ist ja nicht noch genug Platz in der ganzen Kiste? Tatsache ist echt kein Platz. Ne, hier ist in der dritten Kiste ist noch ein bisschen Platz, ja. Ja, keine Sorge, wird gleich funktionieren. Wenn du mich jetzt mal machen lässt hier. Ja, ich lass dich machen. Ja, mach mal. Lass dich machen hier. Dann mach ich doch. Wie gesagt, Loaders brauche ich auf jeden Fall, das wäre total nett. Du machst immer wieder Erfahrung, ich merk's. Ich hör's schon. Ja. Ich stell mich jetzt auf den Abfluss drauf. Und hab ich schon auch gemacht. Hab ich auch schon auch gemacht. So, Redstone, No Logic Chip und Gold, No Logic Chip. Und ein Gold Ingot. Das klingt total verrückt. Was? Auf dem, XP-Trending die Bären zu mampfen und dann die Geräusche dazu zu hören. Ich glaube, das Ding ist schon wieder voll. Ist es auch. Ich werde gleich neue Tanks bauen. Nicht, dass ich jetzt die Hälfte da verballert habe eigentlich. Eigentlich nicht, wenn du kannst, das gibt nicht mehr ab, wenn das Ding voll ist. Ah, okay. Also Obsidian und Glass Pane, das ist ja easy. Obsidian und Glass Pane, das ist ja wirklich einfach. Packen wir uns einfach mal hier ein paar Dinge hin. Und die Glasspans hier irgendwo waren die. Hier waren noch eine Glasspan, aber es ist zu wenig. Jetzt ist die Frage, warum wir noch ein paar Glass. Hier haben wir nur eine. Ich sammle jetzt erstmal das Glasspan zusammen. Für was brauchst du das jetzt? Für die neuen Tanks. Ah, okay. Geh doch mal nur ins Nether. Ich brauch unbedingt die Dings, die Glowdusts. Ich bin doch schon im Nether. Und was baut man die am besten ab? Spitzhacke. Spitzhacke? Okay. Jo. Ich glaube, die. Ach doch, ich glaube, so war's gewesen. Nee, hä? Jetzt bin ich verwirrt, wie man diese Glass Panes macht. Ach, kann man gar nicht? Ach so, Schisseln, natürlich, natürlich. Ich bin ja auch ein Trottel. Die Frage ist, wo haben wir unseren Schisseln? Das ist eine gute Frage. Ich weiß, ich hab den schon seit ewig. Ich hab ihn. Also, ich hab den schon ewig nicht mehr benutzt. Holy shit. Keine Ahnung, seit 100.000 Folgen wahrscheinlich nicht mehr. So, aber weiß auch immer noch nicht wirklich, was man damit macht. Nee, irgendwas ist hier falsch. Glass Pane kann man chiseln. Verdammt, nein, irgendwas mache ich hier falsch gerade. Sag mal, wo haben wir bitte die Glass Panes her? Diese Glasscheiben? Die haben wir doch geschisselt, nicht wahr? Nein, die haben wir gecraftet und du hast sie dann irgendwie anders geschisselt, glaube ich. Du kannst sie nicht craften. Wenn ich hier draufklicke, kann ich die nicht craften. Ah, doch. Doch, die musst du craften können. Nicht, ich kann nicht hier alle angezählen. Ich glaube, es sind zwei Reihen Gläser oder richtig, so. Richtig. Ist mir nicht bei jedem gerade angezeigt worden, weil das bestimmte Schüsseldinger waren. Ah, okay. Spannend auf jeden Fall. Genau, da haben wir sie. Oh, ich habe ein bisschen viele Glasspans gemacht. Ah, egal. Ich bin immer so der Mann, der viel macht. So, Glasspan für die. Was los? Begib mich hier in Gefahren für dich. Oh, du bist so ein geiler Typ. Ich habe gerade etwas viele Items gemacht, aber ist egal. Etwas viele Tanks. Jetzt kann ich aber das machen, was ich eigentlich ursprünglich schon machen wollte. Unseren XP-Raum mit Obsidian auskleiden. Das macht Spaß. Ja, wir haben jetzt genug Obsidian. Oh mein Gott, hat mich das gerade viel erschrocken. Holy shit. Was? Das ist irgendwo vor der Tür ein Mini-Zombie, glaube ich. Das war richtig laut gerade gewesen. Ja, besser wie der Drache im Wohnzimmer. Ja, das war schon belustigend. So, da fließt es ab, wunderbar. Ja doch, hier ist ein Mini-Zombie. Komm, du stirbst ja, du kleine Ratte, ey. Komm her, du Mistvieh. Hast du mir eigentlich mittlerweile gesagt, wie viel du von dem Zeug brauchst? Glass, kann man nie genug haben. Achso, okay. Sagen wir es mal so. Hol das, was du findest. Weil ich habe gesehen, am Anfang ist gar nicht mehr so viel. Wenn du stirbst, dann stirbst du als Held, das weißt du ja. Ja, ja. Dann sterbe ich aber auch mit einem Inventar voller. Das wäre ungünstig. Das wäre sehr, sehr ungünstig. Ja, wobei wir könnten. Ne, noch eine Reihe machen wir nicht, das ist so das Ende.
Da packen wir aber durchaus das Obsidian dann hin. Warum muss das toll aussehen, wenn da Obsidian dann da rumliegt? Oder drumherum ist. Genau, und darum wollte ich jetzt Obsidian packen. Wollen sie schon wieder lauter draußen, ey. Man nur Ärger, die Typen. Die können, die hätten das Closed auch noch ein bisschen abbaufreundlicher machen können, oder? Eigentlich. Genau, ja. Sehe ich auch so. Die Frage ist, was nehme ich jetzt für ein Obsidian bei dir? Standard-Obsidian? Ich glaube, beim Tank ist das egal. Da kann man euch das Standard-Obsidian nehmen. Wobei, das sieht hässlich aus. Sieht richtig hässlich aus. Weiß nicht, was du da so zusammen schisseln kannst. Ich auch. Es gibt so viele Obsidian-Arten, aber die sind... Wobei, das sieht ziemlich cool aus. Ich mach mal ein paar Arten davon. Das, was cool aussehen könnte halt. Wir müssen ja übrigens gleich wieder Schluss machen, wir sind schon wieder über der Zeit. Obsidian-Kristall, das ist doch das, was übel gut aussah. Oh mein Gott, sieht das gut aus. Wo hast du das? Unten im Tank hinter den Tanks. Das eine richtig glänzende. Achso, dann gehe ich dann nachher mal gucken. Ja, oh, ich finde das Ding schon wieder voll. Ah, das ist so krass. I love the Redstone-Ofen. Jo, war auf jeden Fall eine gute Investition. So, ich wollte jetzt aber trotzdem noch, genau, ich wollte die Tanks eigentlich ranpacken und habe jetzt ein bisschen Obsidian hier. Also ich glaube, das kann man, das sieht richtig gut aus, oder Leute? Holy shit, sieht das krass aus. Ich würde jetzt gerne noch mehr ranbauen, aber dafür bräuchte ich den Game Mode, damit ich die Kacke immer wieder One-Hit kaputt machen kann, weil sonst ist mir das echt zu ätzend. So, Obsidian-Kristall. So, ich habe es mal 3 Stacks gesammelt. Nice. Sollte erstmal reichen, oder? Auf jeden Fall. Denke schon. Muss ich nur das Portal wiederfinden. Das ist immer so eine. Ja. Na, verdammt, das war schlecht. Wobei, war das schlecht? Eigentlich nicht. Wir machen das so hin, das ist okay. Ja, das muss ich natürlich wieder abbauen, ne? Die Eisen, Diamant, genau, Diamantspitzhacke. Oh Mann. Ja, Leute, ich würde sagen, wir machen mal ganz kurz eine Pause. Ich baue während der Pause hier das Obsidian ab. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Von Minecraft Attack of the B-Team. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, Leute. Bye, bye. Tschüssi.